Perfekt. Dein Weg zurück zu den anderen. Aha, aha. Bin ich eigentlich nur noch Bonnie übrig? Hier muss ich mal schauen. Eine zu offensichtliche Stelle, als dass ich die nicht beschaue. Aber hier ist nichts. Das ist frech. Jetzt klingt schon alles gar nicht mehr so gut. Auch schon dieses Knarksen und Knacken. Dieses Wummern. Jetzt wieder unten in den Katakomben. In der Tat. Ah. Das ist aber nur, das ist so eine normale Kiste, ne? Was ist das? Ein Gürtel. Eines Hundes. Ein Halsband von Merlin. Okay. Trophäe böser Hund. Oh, okay. Junge, wenn ich je aus diesem Labyrinth rauskomme, höre ich auf Bonnie und hau aus Cedar Hills ab. Das wäre ganz gut. In New York, verliebe mich, trenne mich, lebe einfach. Ist ein guter Plan. Solltest du durchziehen. Interessant, dass hier solche Türen sind. Oh, da kann ich durch. Und hier nicht. Okay. Jetzt gehe ich wahrscheinlich außen rum, ne? Okay. Beengte Räume. Ja. Ich kann kaum. Da hast du jetzt Pech, musst du durch. Okay. Erstmal hier lang, weil hier müsste diese Kiste stehen. Jawohl. An der sich noch nichts verändert hat. Ich mach trotzdem jede davon auf, wenn es geht. Nicht, dass es dafür auch noch eine Trophäe gibt. Das hier sieht so wild aus. Als wäre da eigentlich ein Durchgang. Die anderen Wände haben das nicht. Bin mir unsicher. Okay, ist zu. Dann doch von der anderen Seite, wenn ich es richtig gelesen habe. Die ist oft. Hier geht's weiter, oder? Jo. Dann will ich erst da rein. Die Tür da drüben ist von der anderen Seite verschlossen. Da komme ich doch von hier aus hin, oder? Warum kriege ich noch mal ein bisschen? Ja, ich kann es mir auch nicht aussuchen. Es geht nur nach rechts. Okay. What's this? Oh. Frank Stones Tagebuch. Oder sowas.
Frank Stones Tagebuch. Ach Quatsch. Mit einer Menge Text. Und ich kann umblättern. Okay. Das ist wild. 12. November 1962. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich habe getan, was ich tun sollte, aber nun bin ich schon seit Wochen allein. Das ist traurig, aber so ist das eben. Bin ich gescheitert? Habe ich meine Aufgabe etwa nicht zufriedenstellend erfüllt? 5 Namen habe ich genommen und doch scheine ich dem Pfad nicht näher gekommen zu sein. Jetzt gibt sie mir keine mehr. Bin ich fertig? Gibt es nichts Böses mehr, das ausgelöscht werden muss? Woher soll ich wissen, ob ich bereit bin? Ich spüre es nicht. Ich träume jede Nacht vom Wald, von der Dunkelheit, die mich umgibt. Ich fürchte mich, habe Angst, weiterzugehen oder zu schreien, weil ich mich dann verirren könnte. Ich warte darauf, dass ihre Stimme mir den Weg weist. Wie Shamshat damals auch Enkidu geleitet hat. Okay. Oder ein Shamshat. Shamshat klingt geiler irgendwie. Okay, ich warte darauf, dass sie mir die Angst nimmt und mir den Pfad zeigt. Doch sie kommt nicht. Stattdessen kommt ein Feuer. Ich sehe es zwischen den Bäumen brennen. Ich habe Angst, darauf zuzugehen, denn es befindet sich jenseits des Nebels. Manchmal kann ich formlose Gestalten sehen, die sich wie Schlangen in den Flammen winden. Ihr Zischen brennt mir in den Ohren. Wenn sie böse sind, warum schreien sie dann? Sollten sie sich so sehr fürchten, obwohl ihr Tod doch gerechtfertigt war? Verspotten sie mich? Wollen sie mich zweifeln lassen? Ich denke an Dorothy. Daran, wie sie geschlafen hat. Auf mich hat sie nicht böse gewirkt. Ihr Gesicht war kalt. Es hat mich an Ma erinnert. Woran kann ich denn den Unterschied erkennen? Ma war nicht böse. Warum war das bei Dorothy anders? Ich denke an dieses Schwein George und seine Hure Joyce, wie sie sich einander in Sünde hingegeben haben. Bei ihnen war ich mir ganz sicher. Ich bin hin und her gerissen und das frustriert mich. Woher soll ich alleine wissen, wer böse ist? Wer kann mir mit Sicherheit sagen, dass nicht alle Bürger von Cedar Hills der Sünde verfallen sind? Vielleicht sollte ich sie alle hinrichten, die Stadt komplett auslöschen. Ich werde auf Anweisungen warten. Ich stehe alleine im Wald und warte darauf, die andere Seite zu gelangen. Wenn ich jetzt schreie, verirre ich mich. Ich werde warten. Es ist echt hart. 8. Januar 1963. Sie ist endlich zu mir zurückgekehrt und sie ist zufrieden. Ich habe Fortschritte gemacht und ihre Erwartungen sogar übertroffen. Sie ist sich jetzt sicher, dass ich würdig bin und dass sich mir der Pfad durch den Wald offenbaren wird. Sie sagte, ja, sie habe die Wurzel des Übels gefunden, die Quelle der Fäulnis, die Stadt befallen hat. Ich sitze direkt an ihren Ursprung. Howard Tester ist der Anführer dieses verwunschenen Hexenzirkels. Von ihm gehen die Äste des Bösen aus, die alles verseuchen. Doch ihm kann keine Gerechtigkeit mehr widerfahren. Er schmort zwar bereits in der Hölle, doch seine Brut wandelt noch immer auf der Erde. Sie ist dazu berufen, etwas abgrundtief Böses zu tun. Böser als alles, mit dem ich je zu tun hatte. Und ich bin dazu berufen, sie aufzuhalten. Das ist meine Bestimmung. Das ist hart. DPBKLRJR.
Was auch immer das heißt. Ach, das sind die Namen. Uff. Okay. Vier Namen, vier Prüfungen, die ich noch bestehen muss. Sie meinte, ich solle mir Zeit lassen, denn ich darf keine Fehler machen. Ich werde nicht scheitern. Ich werde mir die Feuer, die Tester hervorgebracht hat, zunutze machen. Ich werde seine Verdammnis mit Hilfe seiner Schöpfung zerstören. Sein Vermächtnis, sorry. Ich werde sie ebenso reinigen wie diese Stadt. Sie sagt, ich soll nicht an meinen Traum zweifeln. Ich soll sowohl das Feuer als auch den Nebel willkommen heißen, um zu Enkidu zu werden. Enkidu. Muss ich meine Zweifel hinter mir lassen und mich von dem Teil von mir formen lassen, den ich fürchte. Mensch und Tier, Metall und Fleisch, durch das Feuer vereint. Dann werde ich auf die andere Seite gelangen und lernen, was es bedeutet, ewig zu wehren, ein Gott zu sein. Ich weiß, was es bedeutet zu glauben. Der Pfad durch den Wald ist frei und das Feuer erwartet mich. Ich werde mich nicht fürchten. Das ist Kacke. Er sollte sich vielleicht fürchten. Dann wäre das alles nicht so gekommen. Springstone wurde stark von einer Person beeinflusst, die ihn glauben ließ, seine Verbrechen seien. Ja, okay. Das wird wohl die gute, nette Miss Dingsbums sein. Was gucke ich mir da an? Oh, shit! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ist fantastisch. Oh, okay. Aber das ist ja nur ein Nebenraum. Warte mal, ich werde erstmal diese hier öffnen. Oh, wieder am Ausgangspunkt? Ja, ja. Na gut. Da brauche ich dann nicht nochmal durchkrauchen, aber ich will da reinsehen. Wenn es ein Riesenfehler ist. Mein Gott. Hier ist alles so grauenvoll. Dein altes Versteck entdeckt. Hier ist wirklich alles nicht geil. Und wieder ein Püppchen. Was sind das für Drecksteile? Der Doktor. Genialer Verstand mit gebrochener Psyche. Hat der ein Zugding? Nee. Aber er ist trotzdem elektrisch geladen. Das ist hart. Wir gucken uns den direkt an. Ich hab einen übersehen. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Der Doktor. Herman Carter. War ein brillantes Genie mit einer krankhaften Psyche. Trotz seines schnellen Aufstiegs im neurowissenschaftlichen Projekt von Leroux Gedankeninstitut entfalteten sich Carters Talente erst, als er sie außerhalb des Labors anwandte. Du musst keinen Termin verarbeiten, denn der Doktor sucht immer nach neuen Patienten. Doch sei gewarnt, seine Methoden könnten dich schockieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das werden wieder diese Krallen darstellen, ne? Die Dead by Daylight-Dinger. Was haben wir hier? Ich, Dwight Allen Parker, erkläre hiermit dieses Schreiben zu meinem Testament. Oh. Ich besitze nicht viel, aber mein Auto möchte ich meiner Mutter Mildred Mabel Parker hinterlassen, die in Haus Nummer 13 der Hanging Gardens Avenue wohnhaft ist.
Ich schreibe diesen Brief, um ihr zu erklären, was mit mir passiert ist. Ich wurde zuletzt am 16.02.1963 gesehen. Ich war nachmittags mit Rusty, Daryl und den anderen Jungs in Cedar Creek was trinken. Als es langsam dunkel wurde, war ich schon ziemlich besoffen. Rusty wollte mich dazu bewegen, mich auf den Heimweg zu machen, woraufhin ich sauer wurde und auf die dumme Idee gekommen bin, ihn zu schubsen. Junge, habe ich das bereut. Rusty ist wutentbrannt, abgehauen und die anderen Jungs gleich mit. Haben wohl gedacht, ich würde meinen Rausch ausschlafen und allein den Weg nach Hause finden. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber als ich aufwachte, stand da dieser Typ. Ein großer, starker Kerl. Es war zwar echt dunkel, aber ich konnte trotzdem sehen, wie er mich angestarrt hat. Seine Augen wirkten kalt und böse. Er hat geradewegs durch mich hindurch gesehen. Ich hatte Gänsehaut, habe ihm gesagt, er soll sich gefälligst verpissen. Nach etwa einer Minute ist er dann wortlos gegangen. Ich habe mich aufgerappelt und bin losgelaufen. Plötzlich ist er auf mich losgegangen. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber der Typ war stark wie ein Ochse. Er hat mich bewusstlos geschlagen und schließlich bin ich hier wieder zu mir gekommen. Ich fasse es einfach nicht. Das ist schrecklich. Ja, ja. Wo hier sein soll, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man mich im Dunkeln eingesperrt hat. Ich glaube, ich bin schon mehrere Tage hier. Ich bekomme Wasser, aber nichts zu essen. Ich bezweifle, dass Sheriff Kusig mich sucht. Aber selbst wenn, würde er mich nicht finden. Ich glaube, ich bin unter Tage. Ich kann Geräusche über mir hören. Sie klingen nach Maschinen, wie eine Fabrik oder so. Vielleicht bin ich ja am Stahlwerk. Ich habe den Typen inzwischen ein paar Mal gesehen. Er starrt mich immer mit diesen gruseligen Augen an. Ich kann ihn flüstern hören. Aber ich verstehe nicht, was er sagt. Ich glaube, er wird mich umbringen. Ich habe solche Angst, Mama. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal sehen. Ich war dir zwar kein guter Sohn, aber du warst immer für mich da. Ich hätte mir keine bessere Mama wünschen können. Vielleicht bist du ohne mich ja besser dran, wer weiß. Solltest du diesen Brief jemals lesen, dann richte Rusty aus, dass ich ihm nicht böse bin. Es war meine Schuld. Ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt, wie immer halt. Ich will, dass du weißt, dass es mir leid tut. Das alles hier. Ich hab dich lieb. Dwight A. Parker. Uff. Und Frank hat's aufgehoben. Er hat sogar ein Radio. Ist ja nett. Ist das so rein zufällig? Ist das Dwight A. Parkers Schädel? Ich schätze schon. Ich habe eine Puppe übersehen irgendwo. Das ist nicht cool. Okay, wir sind wieder hier. Und jetzt gehen wir theoretisch raus, hoch. Also weg. Oh nein. Ich bin genau am falschen Ort. Kapitel 10 in der House of Madness. Jetzt ist wirklich Kapitel 10. Was war X? Wie schalte ich die? Gibt es da mehrere Szenen? Ich weiß es nicht. Hey Chris. Alles okay? Bonnie? Was? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Alles okay, alles okay. Ah!
Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Ah, deine Mutter? Die ist die Schwester meines Freunds, ja. Ja, sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Jaime. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er... Wir waren... Oh Gott! Jaime! Ist nicht mein Onkel, Jaime. Onkel? Das ist nicht gut. Und ich meine nicht die Geräusche oder dass er angerannt kommt. Oh mein Gott, da ist dieses Ding. Es will mich umbringen. Onkel Reimer dürfte sie nicht kennen. Was geht hier vor sich? Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie war hier. Wie kamst du her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung. Stan. Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen? Ich glaube, ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Ich muss es versuchen. Ich will nicht zurück. Ich muss es versuchen. Die ist auf jeden Fall in der falschen Zeit. Wenn das wirklich wahr ist, also in der falschen Realität. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss zu ihnen zurück. Egal, wo sie sind. Ich helfe dir. Kletter du doch wieder in die, Kammer oder was das ist. Ich guck mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich halte die Augen offen nach Unterbrechungen. Glaube ich nicht. Okay, hat das Ding einen Schalter? Ja, ich sehe ihn. Okay, leg ihn um. Oh, shit! Versuch's mit der Stange. Der steht da so selbstsicher. Der ist da voll mit drin. Komm. Aber knapp. Und anstrengend. Was mach ich jetzt? Ich glaube, du solltest rein. Ein kurzer Besuch. Den Sarkophag zu benutzen. Ja. Was kommt denn da jetzt raus? War das ein Riesenfehler? Hätte sie lieber nicht reingewollt, wollen, tun. Kapitel 11. All paths must cross. War ein sehr kurzes Kapitel 10. So, und in welcher Zeitlinie ist sie jetzt? Jaime? Okay, offenbar bis jetzt fuck. In der richtigen. Oh, fuck, das alles ist wahr. Oh, fuck. Oh, Jaime, nein. Oh, ich muss die anderen finden. Okay. Das ist die Maschinenhalle. Ja, alles fein. Das ist echt passiert, oder? Ja, ist es. Das bist wirklich du. Fuck. Ich stand auch ansehen, aber ich glaube, damit hat sie nur angefangen mit reden. Ich würde mich nochmal umgucken wollen. Aus Gründen. Obwohl ich ja hier eigentlich alles kenne.
Aber wenn wir verschiedene Realitäten haben, dann ist das alles schwierig. Geh mal davon aus, hier komme ich nicht raus. Doch. Ist da jemand? Sag nein. Ich sag nein. Das wäre aber schlecht, wenn jemand nein sagt. Dann ist das schon mal kein Freund. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Kommen wir hier? Oh, Scheiße. Hier müsst ja alles noch so sein, wie es war. Geköpft. Hab's nur hier mitgeschafft. Was zur Hölle ist das? Es hat mich an einen Ort, anderen Ort gebracht, ja. Nein, nein, ich war nicht mal hier. Mann, ich war irgendwo ganz anders. Und da waren diese verrückten Maschinen und Lichter. Aber ich glaube, das war gar nicht hier im Stahlwerk. Du, was? Ich weiß, das klingt verrückt, aber da war ein Mädchen. Sie sagte, Bonnie sei ihre Mom. Mann, das ergibt alles keinen Sinn. Bonnie. Wow. Hey, hey, ist ja gut. Schon gut. Wir gehen hier noch alle drauf. Es gibt keinen Ausweg. Tut mir so leid. Oh Gott. Bonnie tut mir so leid. Er ist mi hermanito. Er ist tot. Oh, und du? Ich bin okay. Ja, bin okay. Wie kannst du jetzt so ruhig sein? Bin ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das alles hier nur überstehen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Nur für eine Weile. Was ist dieses Ding da draußen? Keine Ahnung. Aber das heißt nichts Gutes. Und wir müssen so weit wie möglich weg von ihm. Tolle Idee. Und wie machen wir das? Da ist der Gulli. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Thank you.